Wie man hört, ich bin immer noch krank oder ich bin wieder krank. Ich hatte einen kompletten Rückfall. Ich habe jetzt seit heute auch noch Ohrenschmerzen. Yay! Ich liebe den November und das Wetter und Erkältung und es ist einfach alles nur uncool. Und ich habe keinen Bock mehr, krank zu sein und ich wäre gern wieder gesund. Aber was will man machen? Das trifft ja alles nichts, ne? Jammern hilft einfach nichts. Wenn man krank ist, ist man krank. Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine kleine Buchvorstellung für euch und zwar soll es um diese beiden Bücher hier gehen. Ich bin nicht so gut in die Kamera gucken und dahin zeigen. Auf jeden Fall geht es heute um die Bücher Alice im Zombieland und die Rückkehr ins Zombieland von Gina Showalter und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes vorweg, ich habe die Bücher als Rezensionsexemplare vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, was ich richtig, richtig cool fand. Ich habe mich mega doll gefreut und ich freue mich auch immer noch, dass ich sie lesen durfte. Und ja, das ist die neue Auflage vom HarperCollins Verlag. Ich muss das Buch mal so ein bisschen so halten. Die Bücher gab es ja schon mal über den Dark Kiss Verlag, der ja auch zu HarperCollins gehört hat, und als Hardcover-Ausgabe. Und ich muss aber sagen, dass mir hier die Taschenbuchausgabe noch ein bisschen besser gefällt als die Hardcover-Ausgabe, weil ich finde einfach das Cover hier viel, viel cooler. Bei der Hardcover-Ausgabe ist Alice hier so vorne auf dem Cover mit so einem blauen Kleid. Gefällt mir auch gut, aber ich mag die hier noch ein bisschen mehr. Ich komme aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Alice. Alice geht schon auf die Highschool, sie wohnt in Birmingham und Alice hat vor kurzem bei einem tragischen Unfall ihre Familie verloren. Was komisch an diesem Unfall ist, irgendwas scheint da nicht zu stimmen, denn ihre Erinnerungen scheinen ja da einen Streich zu spielen und sie weiß, dass irgendwas bei dem Unfall nicht ganz koscher gelaufen ist und sie versucht natürlich herauszufinden, was da jetzt genau los ist und versucht sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen und schafft es aber auch nicht so richtig, über den Verlust hinwegzukommen. 6 Monate später, als sie bei ihren Großeltern wohnt und auf eine neue Highschool gehen muss, weil sie natürlich in einen anderen Stadtteil gezogen ist, trifft sie auf Cole Holland und seine Clique. Und irgendwas stimmt mit diesen Leuten nicht, denn sie sind immer verletzt und sie sind total die Außenseiter und kapseln sich von allen ab. Und sind auch sehr, sehr unfreundlich. Alice versucht dann natürlich herauszufinden, was es mit diesen Leuten auf sich hat, denn Cole ist ein sehr, sehr faszinierender Mensch und sie merkt sofort, dass da irgendwas nicht stimmt mit ihm, denn sobald sie ihm in die Augen blickt, erhält sie jeden Tag eine Vision von ihm und sich. Und was das Ganze jetzt genau mit sich bringt mit diesen Visionen und warum Coles Leute immer verletzt sind und was bei dem tragischen Unfall ihrer Eltern wirklich passiert ist, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Mehr möchte ich zum Inhalt auch an dieser Stelle gar nicht verraten, das wird sonst, glaube ich, einfach zu viel. Ich kann nur sagen, dass es in diesem Buch auch noch um Zombies geht, wie der Titel natürlich auch schon sagt, Alice im Zombieland, lässt natürlich drauf schließen, dass es um Zombies geht. Und ja, was soll ich sagen, mir hat das Buch echt gut gefallen, der erste Teil, den mochte ich richtig gern. Ich fand die Handlung wirklich richtig toll. Es war toll mitzuerleben, wie Alice sich mit dem Ganzen auseinandergesetzt hat, wie sie versucht hat, den ganzen Dingen auf die Spur zu kommen und wo sie dann quasi Erkenntnis hatte, was jetzt genau nun eigentlich los ist, wie sie mit dem Ganzen auch umgegangen ist. Hat mir auch ganz gut gefallen. Zu den Charakteren kann ich sagen, dass ich Alice wirklich sehr, sehr mochte. Auch wenn sie stellenweise wirklich sehr, sehr naiv noch ist und die Handlungsweise von ihr auch manchmal etwas fragwürdig sind, was natürlich auf diese naive Weise zurückführen lässt. Aber ich meine, sie ist 16 oder 17. In dem Alter waren wir alle noch ein bisschen unbedacht, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, aber wie gesagt, Alice mochte ich total gern als Charakter. Sie hat mir richtig gut gefallen. Sie macht auch dann im zweiten Buch dann im Laufe doch eine gute Entwicklung durch. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, dass mir Cole Holland als Charakter in diesem Buch auch wirklich sehr gut gefallen hat. Er ist so ein bisschen das Stereotyp in diesem Buch. Er ist der Bad Boy, der gut aussieht und unwiderstehlich ist und sie sich sofort zu ihm hingezogen fühlt. Und ich mag sowas, ja. Ich finde das ja ganz, ganz toll. Und ja, auch Cole fand ich ganz toll und auch ihn mochte ich total gerne. Und dann gibt es noch eins Nebencharaktere, Cat als Freundin von Alice. Und Cat mochte ich auch unheimlich gern. Cat ist zwar teilweise eine ziemliche Tussi, sage ich jetzt einfach mal, und sehr von sich überzeugt. Also so überzeugt in dem Alter von sich zu sein, ist schon ordentlich. Aber trotzdem fand ich sie auf ihre ganze Art sehr, sehr sympathisch, denn sie hat immer hinter Alice gestanden. Sie ist immer für sie eingetreten und hat sie bei allem verteidigt und das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Cat mochte ich als Nebencharakter auch total gerne. Ansonsten kann ich schon sagen, die ganzen anderen Nebencharaktere fand ich auch gut. Es gibt dann, wie gesagt, noch die Clique von Cole, die anderen Zombiejäger quasi. Ich kann das ja jetzt einfach mal so sagen, weil ich glaube, jeder kann sich das auch so zusammenreimen. Und ja, und auch die fand ich eigentlich alle ganz, ganz nett und in ihrer ganzen Art auch wirklich gut. Und
Dann gibt es noch die Großeltern von Alice und auch die fand ich wirklich süß. Also solche Großeltern wünscht man sich wirklich. Ich glaube, jeder würde sich so Großeltern wünschen, die nach so einem schweren, tragischen Unfall für einen da sind und einen wirklich unterstützen und auch versuchen, ins Leben zurückzurufen und ja. Die fand ich auch wirklich ganz, ganz toll. Ansonsten gab es dann noch ein paar andere Nebencharaktere, die mir auch gut gefallen haben. Auf die möchte ich jetzt hier nicht näher eingehen. Das wird sonst, glaube ich, viel zu viel. Und ich möchte auch niemanden spoilern und zu viel verraten. Ihr wisst, wie das ist. Aber ansonsten, also Charaktere fand ich wirklich richtig gut. Hat mir gut gefallen. Es gab an manchen Stellen zwei, drei Sachen, wie gesagt, wo mir die Handlungsweisen der Charakteren wirklich so ein bisschen unglaubwürdig vorkam. Was ich auch noch sagen muss, die Charaktere hier sind sehr aggressiv in diesem Buch. Also die kloppen sich wegen jedem Scheiß gerne mal auf die Fresse, was ich ein bisschen unrealistisch fand. Weil ich sag mal selbst, wenn du ein Zombiejäger bist und ein harter Kerl in dem Fall, du sollst dich doch trotzdem nicht jetzt wegen jedem Scheiß auf die Waffel hauen. Also das fand ich ein bisschen, das war mir ein bisschen zu viel und diese Aggressivität, das ging dann im zweiten Teil auch noch weiter und dann, naja. Also das war so das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat an diesem Buch, dass die sich halt immer wegen jedem Scheiß irgendwie rumgekloppt haben. Warum? Das kann man auch so lösen, man muss sich nicht schlagen dazu, aber naja gut. Das war wie gesagt das Einzige, was ich wirklich hatte hier im ersten Buch, was mir ein bisschen auf den Keks ging, dass diese ganze Aggressivität halt immer so, gleich so, wow, die waren halt alle immer so von 0 auf 180 und dann gab es halt nicht so wirklich was da dazwischen. Aber na gut, sie sind halt knallharte Zombiejäger und wenn sie halt der Meinung sind, sie müssen sich wegen jedem Scheiß kloppen, dann ist es halt so. Was kann ich euch sonst noch erzählen? Vom Setting her befinden wir uns hier in Birmingham und Birmingham ist so eine typisch amerikanische Stadt mit so einem kleinen Vorstädtchen und einer Highschool und ja, kann ich jetzt euch nicht genau sagen, dass da irgendwas ist, was besonders ist. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber es ist halt so eine typisch amerikanische Kulisse. Dann gibt es natürlich hier noch das Fantasy-Element mit den Zombies, die hier natürlich immer wieder auftauchen. Und was mir auch gut gefallen hat, war, wie Sheena Showard das gelöst hat mit der Zombiejagd. Dann gibt es hier noch ein Fantasy-Element in diesem Buch, was dazu genutzt wird, um die Zombies zu jagen. Denn die Zombies sind jetzt nicht so typische Zombies, wie wir sie jetzt von The Walking Dead oder vielleicht auch Untot oder manch anderen Zombie-Büchern kennt oder bei Adib oder so, denn das sind ja so typische Zombies, die so da so rumschlürfen. Und in diesem Buch sind Zombies mehr so Geisterwesen und Geister kann man natürlich jetzt körperlich nicht so greifen und man findet dieser Kampf und das alles hier so sehr mehr auf einer spirituellen Ebene eigentlich erst statt, was aber trotzdem Auswirkungen auf den normalen Körper hat und ich finde das sehr, sehr cool gelöst, weil es einfach mal ein komplett anderer Ansatz ist, mit den Zombies hier fertig zu werden und umzugehen und ja, hat mir auch richtig gut gefallen und abschließend kann ich nur sagen, dass mir Alice im Zombieland wirklich richtig gut gefallen hat. Es war einfach mal was komplett anderes und ich finde vom Schreibstil her ähnelt es ein bisschen Jennifer L. Armentrout. Also es ist ein sehr frecher Schreibstil, es ist ein Jugendbuchschreibstil, es sind Schimpfwörter in diesem Buch drin, es, wie gesagt, ist alles ein bisschen aggressiv teilweise auch. Also es ist jetzt nichts Lockerleichtes, Einfaches und poetisch oder sowas ist es nicht. Also es ist schon, ich kann sagen, es ist ein spannender, humorvoller teilweise auch, ein bisschen platter auch Jugendbuch-Schreibstil und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil es war einfach mal was anderes und zwar eine Abwechslung. Und der Schreibstil hat auch eine gute Spannung in das Buch gebracht, was mir auch richtig gut gefallen hat. Und ich kann euch wirklich nur den ersten Teil Alice im Zombieland von Sheena Showard wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal Bock auf eine coole Zombie-Geschichte habt mit coolen Charakteren, mit einem coolen Bad Boy und einer coolen Liebesgeschichte, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall mal an. Ich mag es total und ich freue mich dann schon auf den dritten und vierten Teil, wenn der dann in der Neuauflage erscheint. Wann das ist, weiß ich leider noch nicht. Werde ich aber beim Verlag auf jeden Fall nochmal nachfragen. Aber I like it. Ich komme jetzt aber nochmal ganz kurz zum zweiten Teil. Das ist der zweite Teil, Rückkehr ins Zombieland von Sheena Showard. Auch hier finde ich das Cover wieder richtig cool, gefällt mir auch. Ich mag ja lila sowieso als Farbe total gern. Und auch hier mit diesem Scherenschnitt und glitzert und Blümchen und I like it. Das zweite Buch knüpft quasi von der Handlung her genau an das erste an. Also es sind ein paar Wochen hier vergangen, aber jetzt nicht eine übelste Zeitspanne. Also es ist wirklich nicht viel Zeit verstrichen zwischen dem ersten und zweiten Teil, was mir auch gut gefallen hat. Ich mag das immer nicht, wenn da so eine ultra lange Zeitspanne da dazwischen liegt. Und ja, also er knüpft dann quasi faktisch an den zweiten Teil an. Natürlich sind die Zombies hier auch wieder mit am Start. Und ich kann hier zur Handlung nicht so viel verraten, weil sonst müsste ich auf vieles eingehen, was im ersten Teil passiert ist und das möchte ich nicht. Ich kann nur so viel sagen, dass hier die
die Liebesgeschichte von Cole und Alice hier nochmal eine ganz andere Wendung nimmt, denn es kommt hier natürlich ein Dritter mit ins Spiel und das ist kein anderer als Gavin. Und Gavin sieht gut aus und stellt natürlich in dem Sinne eine Bedrohung für Cole dar, was ihm gar nicht gefällt. Und damit müssen die drei dann auch irgendwie zurechtkommen und dann hängen da auch natürlich die Visionen von Alice nochmal mit drin und dann nimmt das Ganze ihren Lauf und was soll ich dazu sagen? Die Geschichte entwickelt sich in eine Richtung, die mich teilweise sehr genervt hat, was diese Dreiecksgeschichte betrifft und aber zum Ende hin nochmal richtig spannend wurde und da Dinge passiert sind, mit denen ich auch nicht gerechnet habe. Ansonsten kann ich, wie gesagt, vom Inhalt nicht viel sagen, nur dass die Zombies zurück sind und Alice sich hier noch einer Bedrohung stellen muss, die persönlich mit ihr zu tun hat und von der auch ihr Leben abhängt. Und ja, dann muss in diesem Buch noch eine Lösung dafür gefunden werden. Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Wie gesagt, ich kann nicht wirklich viel dazu sagen. Aber der zweite Teil hat mir auch wieder wirklich gut gefallen. Wie gesagt, ich mochte dieses Beziehungshin und Her, fand ich nicht so cool. Manche Handlungsweisen von Alice konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen, weil Alice entwickelt sich in diesem Buch natürlich weiter. Wie gesagt, am Anfang war sie ja noch eher so das naive Mädchen, was von nichts in Ahnung hatte. Und hier entwickelt sie sich dann wirklich schon weiter in eine, naja, sagen wir mal, Kriegerin, Zombiejägerin, die es auf Faust der Kinder den Ohren hat und die auch weiß, was sie will und was sie nicht will und die auch für ihre Ziele einsteht und die sich dann auch wie alle anderen Zombiejäger gern mal auf die Fresse waffelt. Also diese Aggressivität in diesen Büchern, ich verstehe es nicht. Warum kloppen die sich denn dann immer alle? Ich meine, bei Männern verstehe ich das ja noch, die kloppen sich ja auch im realen Leben gern mal, aber so Frauen, ich weiß nicht. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, aber naja, gut. Ich bin auch kein Zombiejäger. Das war so ein Punkt, der mir in diesem Buch auch nicht so gut gefallen hat, dass, wie gesagt, diese Aggressivität immer noch so da war und jeder möchte jeden verhauen und warum? Das kann man auch so klären. Man muss nicht immer alle verhauen. Ansonsten haben mir die Charaktere auch wieder gut gefallen. Es sind die Charaktere vom ersten Teil auch alle wieder mit da dabei. Vom Setting her befinden wir uns auch hier wieder in Birmingham und es ist das gleiche wie im ersten Teil. Da hat sich nichts verändert. So viel erstmal zu den beiden Büchern. Ich kann euch im Allgemeinen nur noch sagen, dass Alice im Zombieland jetzt nicht wirklich eine Adaption ist auf Alice im Wunderland. Also es ist weniger Adaption wie Mondes und Silbern oder so. Also man erkennt im Ansatz minimal die Geschichte von Alice im Wunderland, aber jetzt nicht wirklich. Also es kommen so Details drin vor, wie es gibt eine weiße Kaninchenwolke, die hier immer eine gewisse Rolle mit in diesem Buch spielt. Und es sind so kleine Details, die ab und an so einen Hinweis auf Alice im Wunderland geben, aber es ist jetzt nicht wirklich eine Adaption auf Alice im Wunderland. Also wer sowas erwartet, ist hier komplett falsch. Es sind halt minimale Parallelen in der Geschichte, aber ich würde jetzt nicht wirklich sagen, dass die Bücher eine Adaption auf Alice im Wunderland sind. Dafür habe ich einfach zu wenig Vergleiche gefunden in der Geschichte. Und fand ich jetzt aber, wie gesagt, für mich jetzt persönlich nicht schlimm. Aber es gibt ja Leute, die gerne Adaptionen lesen und die sowas dann erwarten. Und bei denen würde ich dann sagen, stellt euch da nicht so sehr drauf ein. Es ist wirklich nur minimal, dass hier Parallelen vorhanden sind. Sonst kann ich nur sagen, dass mir die beiden Bücher wirklich richtig gut gefallen haben. Und ich möchte den dritten und vierten Teil auf jeden Fall auch noch lesen. Und ich bin gespannt, wie es mit Alice und ihren Zombiejägern weitergeht. Und freue mich da schon drauf. Und ich hoffe, dass die anderen beiden Bände jetzt nicht so lange dauern, ehe sie dann nochmal in der neuen Auflage erscheinen. Ich werde euch aber natürlich wie immer in meinem Neuerscheinungsvideo darüber berichten, wenn ich weiß, wann es sie denn geben wird. Mein Fazit zu diesen beiden Büchern ist, dass Alice im Zombieland eine richtig coole Geschichte ist mit einer wahnsinnig guten Story, die einfach mal ein bisschen erfrischend ist und einfach mal ein bisschen was anderes ist. Und auch, wie gesagt, dieser Ansatz mit den Zombies, dass es nicht einfach nur so normale Zombies sind, die da so durch die Gegend krauchen, finde ich auch richtig cool. Und ja, wie gesagt, Charaktere mochte ich, Setting mochte ich. Hat mir alles richtig gut gefallen und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr eine coole Jugendbuchgeschichte lesen möchtet mit Zombies, dann schaut euch diese Bücher auf jeden Fall an, es lohnt sich. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns ja morgen nochmal. Bis dann, macht's gut, tschüss!